Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft mit dem Modpack von mir zusammen geschustert. Ja, wir haben jetzt Eisen gesammelt, ein bisschen aufbrauchen. So, ich weiß nicht, ob ich schon eine Rüstung machen soll. Ja, ich denke schon. Ist jetzt wichtiger als zum Beispiel eine Axt. Können wir ja, machen wir die fertig. Und gehen dann nach oben, um ein bisschen für Nahrung zu sorgen. So. Das geht leider ein bisschen langsam. Machen wir einen zweiten Ofen. So. Gut. Fünf. Können wir eine Hose können wir auch nicht machen. Ich will jetzt nicht alles komplett machen, aber die zwei, die am meisten Eisen brauchen und am besten Rüstungen geben. So, und das ist Hose und Rüstung. Brustpanzer. So, ja, machen wir noch ein bisschen hier weiter mit dem Abbau von Stein. Und ja, warten auf den Morgen. Das sieht man auf der Minimap, was die Zeit ist. Aber ich glaube, es ist nicht genau exakt. Ja, jetzt haben wir 7. Machen wir noch ein paar Eisenerz abbauen hier. Hallo? Eine Spinne irgendwo. So, und hier unten war irgendwo noch Eisenerz. Genau hier. Ja, ist schon mal ein schöner Anfang. Sehr viel Eisenerz, sehr viel Kohle. Und wenigstens eine Höhle in meinem Test. Ah, jetzt ist Tag. Gut. Auf der Minimap ist es noch Nacht oder es ist einfach, weil es unterirdisch ist. So, also dann machen wir ein Eisenschwert und eine Axt. So, und mit dem Rest machen wir die Rüstung und eine Schere. So, können wir nämlich viel abbauen mit der Schere hier mit dem Modpack. So, wir müssen jetzt für das Essen sorgen. Ja, wir brauchen noch eine Hacke. Genau. Machen wir das am Anfang einfach hier am See. Am Weiher oder was ist das genau? So eine Pfütze. Ja, ein Weiher eher. Gut, dafür müssen wir die entfernen. Dieses Unkraut. So. Und jetzt können wir schön graben. Machen wir hier nochmals ein Wasserloch. So. Und jetzt können wir anpflanzen. Hier haben wir Karottensamen, normale Weizensamen. Ja, die kommen jetzt überall aus den Höhlen heraus und brennen. Das tut sie natürlich sehr, ja, dass man sie hört. Also Weizensamen, Karottensamen, so, der nächste kommt schon hier raus, ist mir egal, der kommt nicht mal hier hin. Gut, ja, da ist die Höhle, ja, Holz müssen wir unbedingt
Tag. So. Danke. Gut. Ja, da die Big Case schön. Die lasse ich mal. Hier noch ein bisschen weiter anpflanzen. Das Zucker und ja, hier ist ein bisschen zu dicht. Machen wir uns einen schönen Platz zum Wohnen, wo wir einfach unsere Baumaterialien besorgen und dann irgendwo anfangen, das erste Dorf zu bauen. Noch eine Höhle. Super. Also das ist der optimale Platz zum Spawnen. Ich hatte schon Welten, das war auf einer Insel und da war nur Sand. Ich hatte schon eine Welt, da war alles Schnee. Und eine Welt, wo es so ein rotes Gebirge gab. Und das ist ja nicht so optimal für ein Let's Play, vor allem für einen Survival-Spezialist, für einen Livestreamer oder so ist es optimal. Aber wir wollen ja uns auf das konzentrieren uns auf das Bauen vor allem. Und natürlich, ich habe auch Dungeons Mod, ich habe eben so Abenteuer Mods drin, wo wir natürlich vieles anders auch machen können. Und ihr dürft auch bei mir alles wünschen, wenn ihr mehr Abenteuer sehen wollt, dann mache ich mehr Abenteuer. Und wenn ihr ja, etwas Spezielles sehen wollt, was ich bauen soll, dann dürft ihr das natürlich auch wünschen. So, und wenn ihr mir Tipps habt für die Mods, erklärt könnt, was ich so bauen könnte, dass es ein bisschen schnell vorwärts geht oder ja, wie eine Maschine funktioniert, so dürft ihr das natürlich auch schreiben. So, ja, dann schauen wir uns ein bisschen um. Ich habe leider jetzt gar kein Essen mehr. Das ist schlecht, aber nicht unbedingt so überlebensnotwendig. Hier drüben, genau. Da. Wo war noch da eine Gestrüpp? Ich esse mal den hier. Der ist jetzt nicht so wertvoll zum Anpflanzen. Naja. Bringt nichts. Lassen wir das. Ich will gar nicht essen. So. Ja, wir bekommen nur langsam wieder es, also die Keulen zurück. Wo haben wir hier noch solche Gartens oder wie die heißen? Ja, dadurch, dass wir so viele Mods haben, so viele Sträucher und so, gibt es halt auch weniger vom Harvestcraft. Diese Teile. Ah, hier haben wir zum Beispiel einen Gurtgarten. Und sonst. Schafe. Dafür habe ich die Schärefarm gemacht. Damit wir endlich auch übernachten können. So. Die erste Nacht ist halt immer die Nacht, wo man eigentlich ohne Überspringen überleben muss. Dann wird das Spiel schon fast zu leicht. Ein Dorf, schön, schön. Gehen wir, ja komm, komm, wir gehen jetzt. Wir haben ein Bett, also sozusagen schon fast ein Bett. Dann können wir auch kurz vorbeischauen. Wir machen am besten die Tür. Was ist denn das? Die Türen zu, dass die Dorfbewohner nicht sterben. Dann können wir die später dann benutzen fürs Handeln. Wow! Das ist mal nett. Die haben andere Steine als heiße Fassaden. Also hier drin ist nichts. Nein, niemand. Ist gleich zu. Na toll.
So. Geht am besten jetzt schon ein, bitte. Na, so schlimm ist es jetzt gar noch nicht. So, wir machen hier mal. Ja, tun mal die Schmiede ausplündern. Das ist jetzt nicht so das Wahre, das wir bekommen haben. So, ja, was wollen wir? So. Wir brauchen nämlich die Kerne noch. Oh, schnell, schnell, schnell. Es wird so schnell Nacht. Das ist extrem. So. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sollten eigentlich keine Zombies hier sein und die korrumpieren. Und, jetzt können wir die Kerne noch mitnehmen. So. Ja, die Dinge brauchen wir nicht. Boah, da haben wir noch Rohrkolben. Haben wir nicht noch einen? Ah, da hinten ist das Weizenfeld, genau. Ja, aber das Bett müssen wir auch am Ende. So. Okay, okay. Sehr gut, dann haben wir schon mal Brot. Und können weiteres anpflanzen. Aber nicht die Brote, sondern die Weizen für das Brot. Ja, dann haben wir keinen Platz für den. Schön, dass wir hier Tropicraft-Sachen haben. Können wir dann bald schon auch nach Tropicraft gehen. Bären haben wir. Können wir mitnehmen. So. Ja, die Erdbeer brauchen wir ja nicht. So. Müssen wir einen Weg finden. Und es lagen nur noch 50 Meter. Hier haben wir schon den Garten. Super. So, Udele. Also Essen haben wir jetzt auch. Dann gehen wir wieder unterirdisch Material sammeln. Vielleicht schon bald Diamanten. Das Gerste ist nämlich auch gut zum Anpflanzen. Können wir auch an die Kühe füttern, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, machen wir noch ein paar Beeren. Und hier habe ich die weggelegt. Okay, lassen es. So, Udele. Als erstes die Sachen reinlegen. Die nicht, die müssen wir. Ding. So, so Brot machen. Ja, Holz brauchen wir nur eins. Öfen können wir mal hier hinstellen. So. Und Brot in den Ofen. Das Bett mache ich hier hin. Vielleicht noch ein bisschen besser aus. So, das Brot, genau. Backe Brot. Die Erde können wir reintun. Die Schere. Steinaxt, das, das. So. Der Apfel noch vorsichtshalber. Und jetzt gehen wir schnell runter. Hier noch kurz schauen.
essen. Wo war der Gang nach unten? Da. Also. Tiefer. Ja, genau. Mist. Ein bisschen Kupfer abbauen. Vielleicht finden wir eine Nebenhöhle. So. Eisen haben wir auch noch. Gehen wir nach oben, graben uns runter, dass wir dann direkt beim Lager das Ding haben. Wasser können wir auch noch sammeln, okay. Damit wir uns dann runterfallen lassen können. So, mal Wasser haben. Und jetzt graben wir uns hier irgendwo runter. Genau hier. Ah, der blöde steinharte Block. Also der zähe Steinbrocken. Was haben wir hier? Uran? Ja. Nehmen wir mit. Noch mehr Uran. So, hier haben wir über Eisen. Hat mit der Hand graben hier, die Erde weggraben. Ja, natürlich gräbeln wieder mehr. Und das kann man ja mit dem Fackelweg noch. So. Jetzt können wir wieder mit der Spitzhacke runtergraben. Ah ja, ich wollte ja gerade runtergraben, aber mach's jetzt nicht. Weil wir sonst nicht mehr gut hochkommen. Das Holz lieber dann für die Hütte verwenden. Ich finde, so ist es auch gut. Wir könnten dann mit Carpenter Blocks die, ich weiß nicht, ob die Schrägen besser sind. Aber wir können ja auch Treppen mit dem Stein machen. Unterschiedliche Treppenformen. So wie wir die Steine gerade finden. Weil die Steine ja am wenigsten brauchen eigentlich und am schnellsten überfüllt sind. Ist das schon gut so. So, wir haben Höhe 36, okay. Wieder Gräbel. Und eine Höhle. Nur ein Loch. Ein komisches Loch. Und der Kalkstein, der ist leicht zum Abbauen. Okay. Der ist richtig zäh. Da können wir eine richtig schöne Burg draus bauen. Ja, alle Let's Plays, die Life of the Woods waren oder früher auch von einem der Feed the Beast Modpacks, wo dieser Underground Construct Mod draußen war, Let's Plays wurde, haben die so wenig gebaut mit diesen Blöcken, dafür sind sie so schön, könnten wir richtig was Schönes draus bauen. Ob es passt, müssen wir dann schauen, aber ich denke schon, also wir wollen ja auch ein bisschen frei bauen, wir müssen uns nicht an eine Lore halten, das ist nichts für mich, aber sollte schon so einheitlich sein, dass es
so aussieht, als würde es wirklich von den Leuten gebaut, die hier leben, und nicht von einem Künstler. Was ich so alles schon auf den Servern gesehen habe für Gebäude und so, das denke ich immer, ja, die wollen da irgendwie die Häuser gleich mal ver... ja, wie sagt man denn? Versteigern, genau. Und das ist für mich nicht so. Ich denke, für viele baue ich eher langweilig. Aber für nicht so, wie soll man sagen, auf eine, zum Beispiel auf Fantasy konzentriert oder auf Mittelalter. So, Redstone Erz. Nehmen wir noch nicht mit. Kohle auch nicht. So, aber jetzt beende ich den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und im nächsten Part graben wir uns hier weiter nach unten. Müssen aber dann auch schon eine Spitzhacke craften. Können wir gleich mal nach oben kommen gehen. Noch kurz. So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und eben, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne schreiben wollt oder wünschen wollt oder irgendwas auch, immer, ja, hier auch zeigen wollt oder so, dann dürft ihr das gerne posten. Auch nicht vergessen zu bewerten. So kann ich mich auch steigern oder auch sehen, ob ich es gut gemacht habe oder nicht. Und jo. Gibt mir auch ein bisschen Motivation natürlich. Und ja, alles weiter in den nächsten Parts. Wird richtig toll sein. Ich werde so schnell wie möglich anfangen zu bauen. Und ja, suchen die ersten Diamanten dann in den nächsten paar Parts. So, noch kurz noch die Spitzhacke kräften, sonst vergesse ich es dann. Genau. Also, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.